Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Chip Banditen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Spielvorstellung. Und zwar kleine, handliche, kompakte Box und die Rede ist von Spielen von Michael Wibirek. In der Vergangenheit habe ich euch schon das ein oder andere Spiel vorgestellt. Ja, ein noch recht unbekannter Autor, ja, mal schauen, was da in Zukunft alles passiert, der die Spiele oft ja selber entwickelt, selber produziert, die Anleitung schreibt, also sehr viel Herzblut in seine Spiele, in sein Projekt dann reinsteckt. Und deswegen habe ich gedacht, ich stelle euch einfach mal eine weitere Box vor, weil zuletzt kamen die Boxen ja durchaus gut an. Man muss natürlich immer sich bewusst sein, auch was das Design angeht etc., das ist alles quasi eigen kreiert und muss man wirklich sagen, Chapeau, Respekt, das Ganze auch so in der Art und Weise fortzuführen. Ob da später mal ein größeres Spiel, ein größerer Vertriebskanal dahinter steckt, das wird sich einfach mal in Zukunft zeigen. So, das als Einstiegsworte. Ich zeige euch die Abläufe kurz und knackig. Ich möchte jetzt auch nicht in jedes Detail einsteigen, aber ihr sollt ein Gefühl für dieses Spiel dann bekommen und ja, in der Beschreibung, über die Links könnt ihr das Spiel bestellen, weil bekanntlich gibt es das natürlich nicht überall. Es ist ein Roll-and-Ride-Spiel, 15 bis 20 Minuten und ab 8 Jahre für 2 bis 4 Personen. Lasst die Chips rollen. Ja, das habe ich schon zweimal lesen müssen. Und auch die Anleitung, wirklich fast in jedes Detail, schon fast zu ausführlich, was hier teilweise dargestellt wird, hat mich am Anfang doch ein bisschen verwirrt, weil wo sind die Würfel bei diesem Roll-and-Ride? Und am Anfang habe ich erst gedacht, mir fehlt da Material. Nee, 12 Chips, 2 Übersichtskarten, ein Stift und 30 Punkteblätter. Ihr seht es hier, den Stift habe ich zur Seite gelassen, aber er hat meistens immer solche Blöcke dabei. Da merkt man auch, sehr einfach gestrickt und das sind die Übersichten. Die Chips sind da, aber die Würfel benötigt man gar nicht. Man hat also die Chips vor sich und ihr seht hier die Zahlen 1 bis 6 und die kommen dann auch jeweils immer zweimal vor. Und die Chips nehme ich und da steht ja auch drin in der Anleitung, ja, man nimmt die Chips, ich nehme mir 6 Chips und würfel damit. Ich muss mir den Abschnitt, glaube ich, 4-mal durchlesen, bis ich das verstanden habe, was ich da machen muss. Also das hat mich am Anfang ein bisschen verwirrt. Ich mache nichts anderes, dass ich hier 3, 4, 5 und 6 Chips nehme und die schüttel. Ich würfel sie jetzt nicht, ich schüttel sie. Und das hat mich auch teilweise in der Anleitung ein bisschen verwirrt. Das heißt, ich nehme die und kippe sie aus. So, da habe ich jetzt die platziert. So, 2 offene Chips habe ich hier liegen, schon mal perfekt. Das Ganze mache ich natürlich mit den anderen auch und schüttel die, beziehungsweise lege die dahin. Das mache ich jetzt gleich, damit man das auf jeden Fall erkennt. So, und was mache ich jetzt? Ich wähle mir 2 Chips aus. So, zuerst einmal muss ich natürlich hier noch eine Spalte machen für die linke bzw. für die rechte Seite und wir spielen über 4 bzw. 5 Runden. Das hängt natürlich auch von der Spieleranzahl ab. Ich wähle mir also 2 Chips aus und was mache ich mit den Chips? Naja, ich fange auf jeden Fall mit dem höchsten Wert an und ich führe die Zahl, die Aktion aus dieses Chips, den ich mir nehme. Ja, welche Aktion? Das steht dann einfach hier gut drauf. Zum Beispiel, wenn ich mir die 6 auswähle, alle Chips, die eine gerade Zahl haben und auf der Seite deines Aktionschips liegen, sind gesichert. Die Zahlen werden beim Notieren umkreist. Gesichert. Schon wieder was Neues. Was haben wir denn bei der 2? Ein Chip verdoppeln. Chip wird gewürfelt, zeigt deine Chips nun eine Zahl. Chip gibt dann doppelte Punkte plus weiteren Wurf. Klingt ein bisschen konfus, aber wenn man das gespielt hat, mal eine Runde oder 2 Runden, dann ist das soweit klar. Weil ich mache jetzt mit den Chips Punkte, kann auch ein bisschen interagieren, je nachdem sind auch die Mitspieler gefragt, je nach Wurf. Aber am Ende notiere ich mir auch die Werte, und zwar auf der linken und auf der rechten Seite, die ich jetzt hier offen ausliegen habe. Warum? Die Mitspieler sind natürlich auch dran, führen die Aktion auch aus, werden oder nehmen sich 2 Chips, tragen dann auch die Werte links bzw. rechts ein und anschließend, ganz am Ende, kommt der Chip-Bandit. Das heißt, die Chips werden wieder genommen und natürlich wieder 6 Chips gewählt. Wichtig ist, dass ihr alle Chips nehmt, natürlich verdeckt mischt. Also das nochmal als Hinweis, also die werden alle gut gemischt. Und ich habe wieder meine Chips und ich werfe die. Und das ist quasi die linke Seite. Das heißt, jeder, der jetzt auf der linken Seite, also auf der linken Spalte, diese Werte hier vor sich hat, die werden durchgestrichen. Die sind also gar nichts wert.
Natürlich kommt die andere Seite auch noch dran, die rechte Seite. Hier schaut man dann auf der rechten Spalte, was jeder für Werte hat. Da geht's. Das ist die 4 und die 1 und auch die muss man streichen. Das heißt, man verliert natürlich Punkte. Man muss schauen, welche Werte nehme ich. Jetzt natürlich auch ein gewisser Glücksaspekt, aber die Werte streiche ich. Und da habe ich auch eine lustige Runde dann erlebt bei der Familie, wo ich so gut geworfen habe, dass quasi meine Zahlen übrig waren, aber die von meinen Mitspielern der Familie, die mussten durchgestrichen werden, weil die hier ersichtlich sind. Das wird an dem einen oder anderen Beispiel in der Anleitung teilweise sogar sehr ausführlich, sehr intensiv erklärt und da kann man aber auf jeden Fall an dem Beispiel ein bisschen folgen, was man denn hier machen muss. Übrigens, das ist nur das Standardspiel, weil es gibt natürlich auch hier eine Rückseite, eine schnelle Version. Und bei der schnellen Version, meistens haben wir aber die Standardversion gespielt, da geht es um 3 Chips, wo ich dann einen auswähle, die anderen führe ich dann auch aus. Und hier ist es natürlich ein bisschen anders von den Aktionen, die hier natürlich auch, sieht man auch sehr deutlich, als schnelle Version gezeigt werden. Das heißt, von den 3 Chips suche ich mir einen aus, den platziere ich dann vor mir für die Aktion aus. Die anderen 2 Chips, die würfel ich dann neu. Dann werden die Chips miteinander verglichen, also eine recht flotte Variante. Aber ehrlich gesagt, wir sind dann doch eher beim Standardspiel geblieben. Sehr ausführlich und damit bin ich auch schon ein bisschen beim Fazit. Ich habe gedacht, ich mache das als Überblick. Ich hätte es auch jetzt bis ins Detail euch zeigen können. Das hat man in der Anleitung auch dargestellt, aber ich muss sagen, an dieser Stelle, ich habe manche Abschnitte einfach häufiger durchlesen müssen, weil es mich bzw. uns ein bisschen verwirrt hat. Das lag an einem Element und das ist das Würfeln. Weil Würfeln tue ich in diesem Spiel eigentlich nicht. Es heißt ja eigentlich, es ist ein Roll and Write, aber ich schüttel eher die Chips und wirf sie dann. Ja, ich würfel dann schon gewissermaßen, aber das muss erst einmal in den Kopf rein, wenn man so viele Roll and Write Spiele kennt und so viel spielt, dann war das ein ganz neuer Aspekt. Ja, ein Aspekt, den immer gerne der Michael Wibirik aufnimmt in seinen Spielen. Das sind immer so kleine Besonderheiten, die man sonst in gewissen Spielen gar nicht kennt, wo er natürlich großen Wert legt, wo ich natürlich auch ein bisschen verwirrt bin, wenn ich das zum ersten Mal lese. Ja, ich nehme mir die übrigen 6 Chips, würfel diese und da muss erst einmal Klick machen. Aber wenn man das mal gesehen hat und genau den Beispielen folgt, das ist aus meiner Sicht schon fast ein Tick zu ausführlich und das erschlägt schon einen ein bisschen. Aber dabei ist es so einfach, was man machen muss, weil man nimmt die Chips, man wirft sie, man schüttelt sie, man wirft sie, man führt die Aktion aus, man vergleicht die Werte bzw. trägt die Werte ein, jeder ist am Zug und anschließend werden die Chips nochmal geschüttelt und geworfen und dann werden Werte gestrichen. Vom Prinzip ist es einfach, aber fast aus meiner Sicht auch von der Darstellung sehr ausführlich. Aber ich muss wiederholen und am Anfang habe ich es auch gesagt. Michael Wibirik habe ich ja schon das ein oder andere Spiel vorgestellt und der macht wirklich von Anfang bis Ende alles. Das heißt von der Spielidee, von der Entwicklung, von dieser redaktionellen Arbeit, wobei manchen Verlage Redakteure dafür extra da sind, genau um so eine Struktur reinzubringen in der Anleitung. Alles macht er selber und auch von der Produktion und natürlich immer einer begrenzten Auflage. Das heißt, wenn ihr dieses Spielchen dann absolvieren wollt oder haben wollt, dann müsst ihr einfach über die Beschreibung gehen, über die Links, weil nicht überall bekommt ihr natürlich dieses Spiel. Wie es weitergeht, wird man sehen in den nächsten Jahren. Größerer Vertrieb, anderer Verlag bzw. größerer Verlag, der sich vielleicht seinen Spielen widmet und vielleicht auch der einen oder anderen Struktur in der Anleitung. Das wird man sehen. Auf jeden Fall ein spaßiges, aber auch sehr ungewöhnliches Spiel, wo wir insbesondere mit der Familie absolviert haben. Aber ich kann mich noch gut an die Gesichtsausdrücke meiner Mitspieler oder bei der Familie natürlich erinnern, wo ich dann gesagt habe, jetzt werft ihr die Chips. Was soll man machen? Ihr werft die Chips, ihr würfelt sie. Was soll man machen? Ich wiederhole mich jetzt hier zum 10. Mal, aber das war in der Art und Weise natürlich schon etwas verrückt und das haben viele seiner Spiele, aber wenn es da mal Klick gemacht hat, dann gefällt einem die Art und Weise des Spiels, des einfachen Spielens, ideal natürlich für die Familie oder man sagt, nee, das ist jetzt wirklich nichts für mich. Ich hoffe, ich habe jetzt euch einen guten Eindruck vermittelt, was das Spiel angeht. Jetzt nur um jedes Detail. Ich hätte jetzt auch noch eine Beispielrunde reinbringen können, aber das hätte wahrscheinlich den Rahmen des Videos komplett gesprengt. Chipbanditen, wie gesagt, in einer Standardversion oder in einer schnellen Version, wobei man dann eher
zur Standardversion dann übergegangen sind, was auch gut funktioniert. Die schnelle Version, die funktioniert auch, glaube ich, nur zu zweit und zu dritt. Genau, zu viert geht sie gar nicht. Das heißt, das müsst ihr auf jeden Fall zu zweit, zu dritt absolvieren. Aber das klassische Chip-Banditen in Standardspielen nach den Basisregeln, das könnt ihr von 2 bis 4 Personen absolvieren. Und angezeigt wird sie erst 8 Jahre. Und ja, mit den Punkten, mit den Notieren, mit dem Block natürlich handlich kompakt alles gemacht. Aber dank dieser Übersicht, ich drehe es wieder um auf die Standardseite, solltet ihr euch dann nach so einer Proberunde auch recht schnell in diesem Spiel dann wohlfühlen und hoffentlich auch die Regeln verstanden haben. Das zu allen Informationen zu Chip Banditen. Ja, mal schauen, wie die Reise weitergeht mit dem Autor, mit seinen Spielen, mit seiner Entwicklung. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und werde euch je nachdem auch zeitnah darüber informieren. Ich sage danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.